Du Spezi, ich hab's dir schon tausendmal gesagt und jetzt sag ich's dir zum tausendundersten Mal. Was denn? Du sollst dein Scheißding nicht andauern bei mir abladen, sonst tut mir mal ganz gewaltig zusammen, ihr zwei. Ich nix hab ein Geld für den Müllwagen. Ich investiere den lieber in meine Geschäft. Und dann mache ich größer und besser als je zuvor. Dann dein Umsatz wird sinken und du musst hinzumachen deine Geschäft. Und wenn ich das geschafft habe, ich werde absetzen mich nach Mazedonien. Mein Mo, du drammst da vor die Weißwürst. Und jetzt Abflug, wenn's ne Ort rum eine schmeißt, dann schäbert's. Ist normal, wenn Dinge fliegen in eine Container. Ich schlag dir deine Perücken runter. Ich geh auf die Weichteile. Was ist denn da los, wenn ich fragen darf, ha? Nichts, Herr Officer. Wir hatten nur eine kleine Meinungsverschiedenheit wegen die, Kundenparkplatz. So, das soll ich glauben? Sie können glauben oder auch nicht, aber es sei die Wahrheit. Also ernsthaft jetzt, bring die runter vom Gas. Ich hab in 10 Minuten Feierabend. Natürlich, mein Kollege und ich werden unsere Streitigkeiten beiseite legen und ich werde ihn zu einem kühlen Bier einladen. Ach geh, das braucht's doch nicht, du hast mir schon letztes Mal eingeladen. Jeder zahlt seins. Komm her, hin drauf, dass wir uns wieder verdrängen, wir zwei. Nur einmal und ich scheiß da vor das Haustier. Dreimal, du darfst raten, was dich erwartet, wenn du nach Hause kommst. Und da bleibst drin! Warum muss ich überhaupt mit dir zum Einkaufen rumpeln? Warum kann ich es nicht mehr machen? Ich lass mir da so schnell jeden Schwan aufschmatzen. Ich glaub, ich hab mittlerweile sogar 5 Religionen. Der Ivan hat sein Geschäft geschlossen, die haben bestimmt Ratzen gehabt. Pap, ich mag nicht zum Großhandel fahren. Du kriegst da lieber kein Semi und einen Haarschnitt für 4,50 in einem Geschäft. Wer braucht denn so drum ein Geschäft? Da werden bloß Mitarbeiter drin ausgebeutet. Ich hab's schon mal gesagt, Sensei. Solange ich mir lieber kein Semi für 1 Euro krieg, ist mir das wurscht. Auf 12 Uhr. Mhm. Servus. Muskulös, gut aussehend. Du bist Musiker, stimmt's? Stick. Haha. Und das Schädel ist aufgestickt. Das ist lustig. Schau dir doch einfach mal unsere riesige Auswahl an Gitarren an. Ich mag jetzt zwar nicht oberflächlich sein, aber du zupfst gern an was rum, stimmt's? Ja, schon. Aber mein Weib ist gerade daheim und kocht, wie es sein muss. Ein Instrument ist nichts für mich. Ich hab 2 linke Bratzen. Hahaha. Kein Problem. Schau dir doch mal deine drummer Wurstfinger an. Da kannst 4 Seiten gleichzeitig zupfen, das heißt, du bist 4-mal so gut wie andere. Wenn's mich fragst, sind es die perfekten Fingern für einen Bass. Jetzt komm, spiel mir einen auf. Geleck, ist das geil! Sag ich doch, du bist ein geborener Bassist. Meinst du das ernst? Na klar, lass nur was hören. Jawohl, und jetzt noch mit dem Kopf wackeln. Genau, so muss das. Wie auf dem Volksfest nach 5 Mass. Alter, du zupfst wie ein junger Gott. Sowas habe ich selten erlebt. Im Bett bist bestimmt ein Viech. Ich spiel nur unten mit. Auf geht's. Ach du Scheiße, ich bin ein Gott. Ein junger Gott. Hörst du das? Dass einer das so schnell lernt, das habe ich noch nie erlebt. Das kann einer aus einer Million. So, 480 geradeaus, ab 500 gibt's ein Leberkäse mit dazu. Was für ein Leberkäse? Den Pizzaleberkäse vom Schachtling um die Ecken. Oh mei, ich friss nur Leberkäse mit vom Franz Metzger. 1 Euro und man hat mehr Leberkäse als Semi. Dann sag ich Servus und danke, dass ihr mein Video angeschaut habt. Die Simpsons-Folge werde ich auf jeden Fall noch komplett synchronisieren. Ich weiß dann nur noch nicht, wann ich es fertig habe und ja, wann ich es hochlade, weil das nimmt immer recht viel Zeit in Anspruch. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt es in Kommentare, lasst ein Like da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da, habt noch einen schönen Tag, haut's rein, servus!